Kleinen erstmal herzlichen Dank nochmal dafür, dass Sie hier sind und uns heute auch zum wiederholten Male mit einem Erfahrungsbericht, einem Vortrag im Konferenzprogramm unterstützt haben. Mich würde interessieren, inwieweit Sie Herausforderungen haben und welche das sind im Bereich Kundeninteraktion bei Aqua Imaging. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Wir bei Aqua Imaging im Service kennen natürlich überwiegend unsere Kunden. Das ist ein großer Vorteil. Wir fangen mit unserem Pre-Sales-Prozess an, wir haben einen Verkaufsprozess und natürlich dementsprechend auch die Service-Interaktionen, die sehr vielseitig sein können. Wir haben Kundenanfragen zur Applikation, wir haben Kundenanfragen zur Wartung und Instandhaltung und wir haben Kundenanfragen natürlich zur klassischen Reparatur. Da wir natürlich unsere Kunden alle sehr gut kennen, deren gesamtes Equipment wissen, in unseren IT-Systemen alle Informationen abgebildet haben, besteht für uns die große Herausforderung in der Interaktion mit den Kunden, die Geschwindigkeit sicherzustellen. Der Kunde erwartet, wir sind im medizinischen Umfeld tätig, wenn ein System zum Beispiel nicht funktioniert, relativ rasch eine Reparatur oder eine Behebung des Fehlers. Und da müssen wir unsere Prozesse sicherstellen, um die Kundenerwartung auch zu erfüllen. Sprich, wir brauchen erstens IT-mäßig eine gute Datenhaltung. Dazu ist es auch notwendig, kontinuierlich, und Sie haben angesprochen, was müssen wir mit dem Kunden tun, kontinuierlich in Kontakt mit dem Kunden sein, die Informationen abzudaten, auch Veränderungen beim Kunden. Es geht ja nicht nur um unsere eigenen Systeme, sondern auch Fremdsysteme, die der Kunde parallel oder in Kombination einsetzt, brauchen wir die Informationen. Die größte Herausforderung, die wir im Moment sehen, ist der Wandel bei unseren Kunden, sozusagen online, always on sein zu müssen. Wir haben noch das klassische Geschäft primär zu sagen, ja, Büroansprechzeiten, wobei wir das auch schon sehr erweitert haben. Aber dennoch 24/7 wird unsere große Herausforderung in ganz Europa sein. Und wir sprechen hier nicht über die Großstädte, die sofort bei uns bedienbar sind, aber ich spreche nur einmal an Finnland, wenn Sie sagen, vom nächsten Flughafen 700 Kilometer entfernt, dann wird das sozusagen Online-Reparatur eine Herausforderung sein. Daher haben wir auch einen großen Fokus auf Remote-Fähigkeit unserer Systeme, dass wir von unseren Regional Support Network Zentren aus unsere Geräte monitoren, überwachen, teilweise auch natürlich reparieren können, soweit es softwaremäßig möglich ist. Das wird für die Zukunft unser größter Bereich sein, einerseits 24/7, andererseits natürlich auch die volle Remote-Fähigkeit sicherzustellen. Vielen Dank, da wünsche ich Ihnen und Aqua ganz viel Erfolg auf der Reise und würde mich freuen, wenn wir uns hier auch mal wiedersehen. Ja, ich kann ja vielleicht in ein, zwei Jahren darüber berichten, wie weit wir gekommen sind. Danke sehr. Danke sehr.